Ich habe einen verlorenen Weisen gefunden. Seine Worte sind durchzogen von einer unterschwelligen himmlischen Freude. Er wirkt seltsam aufgeregt, als würde er alle Wörter gleichzeitig aussprechen, ringt jedoch auch mit sich selbst, sie nicht zu sprechen. Er hat mir alles erzählt, er hat so wunderschöne Lieder für mich gesungen. Was hast du mit dem Weisen getan? Rettemann wedelt beiläufig mit der Hand in der Luft herum. Ach, wir haben ihn mit einem Stapel Bücher abgefangen. Ich weiß nicht mal, wohin er wollte. Aber wen soll man zur örtlichen Geschichte befragen, wenn nicht einen Weisen? Er lächelte und blickt zur Seite und legt sich unbewusst die Oberlippe. Er hat mir alles gesagt, was ich wissen musste, um hierher zu kommen. Du bist völlig wahnsinnig. Was ist geschehen? Auf dem Eisenpfad wirktest du so gefasst? Glaubst du nicht, dass die Leister dich töten werden, sobald du sie freilässt? Weißt du überhaupt, wie man den Havok entfesselt? Gibst du mir den Fackelschlüssel, den du versteckt hast, als ich hierher kam? Glaubst du nicht, dass dich die Geister töten, sobald du sie freilässt? Du bist wahnsinnig. Redemons Augen verengen sich zu Schlitzen. Ich stehe kurz davor, alles zu bekommen, was ich je wollte, und dann kommst du angeweist und willst es mir entreißen. Und jetzt gönnst du mir meine Emotionen nicht? Ich werde besonders große Freude daran haben, dich sterben zu sehen. Redemons Gesicht wird rot. Du nimmst mir das nicht weg. Er schreit, Letians Kreuzung gehört mir. Sie haben gesagt, niemand würde mir glauben. Sie haben gesagt, ich würde mich alleine gegen die Armeen stellen müssen. Ich wusste, dass ihr alle gegen mich seid. Nur die Geister haben mir die Führung gegeben, die ich brauche. Glaubst du nicht, dass die Geister dich töten werden, sobald du sie freilässt? Natürlich nicht. Retomon blickt dich ungläubig an. Die Geister seien gepriesen. Ich habe den Helm mit ihrem Namen. Als ich mit dem Helm auf dem Kopf hineingegangen bin, hat das Gefängnis gebebt. Es funktioniert, es ist der Wille. Weißt du überhaupt, wie man den Havok entfesselt? Natürlich. Au. Er schreit und stampft wieder mit dem Fuß auf. Er schüttelt den Kopf, als wäre die Antwort das offensichtlichste der Welt. Mein besonderer Weise hat mir alles gesagt. Er wusste viel über die Altmauern dieser Gegend und die Gerüchte von einem Schlüssel, der die Geister entfesseln kann. Er wollte es mir nicht sagen. Ich wusste, dass er Kyros Letians Kreuzung überlassen wollte. Aber ich habe ihm gezeigt, wie töricht das von ihm war. Er beißt sich gedankenverloren auf den Daumen. Einen Augenblick lang scheint er vergessen zu haben, dass du im selben Raum bist, dann bricht er sein Schweigen. Er sagt dir das von Kristallen und von vier Punkten auf einem Kompass, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ehrlich gesagt hat er so laut gesungen, dass er mir damals nicht wichtig vorkam. Und was hat der Weise mit den vier Punkten auf dem Kompass gemeint? Redemond trommelt seinen Finger malisch gegen seine Schläfe, während er grübelt. Es hatte etwas damit zu tun, wie man die Altmauern öffnet. Er fand den Hinweis irgendwo in einem Archiv, erwähnte einen Kompass. Ah, er fischt in seinen Taschen unter einem Pergamentfetzen hervor. Er hat mir ein Diagramm gezeichnet. Er faltet den Fetzen auf und blickt stirnrunzelnd an. Natürlich ist das nutzlos zerrissen. Man kann es nicht lesen, wenn etwas fehlt. Er wedelt mit dem Fetzen herum, nutzlos. Gib mir das Pergament, das du vor dem Weisen hast, es könnte wichtig sein. Er murmelt vor sich hin und kratzt sich am Kopf und blickt vor dir zu dem Pergament und zurück. Schließlich wirft er es in deine Richtung. Ich kann es ohnehin nicht lesen, also ist es wertlos für mich. Nimm es ruhig. Gibst du mir auch den Fackelschlüssel, den du versteckt hast? Schriftrollenfetzen. Er hat Fetzen von Schriftrolle erhalten, Schriftrollenfetzen verloren. Ah ja. Er lächelt und dreht sich zur Seite, so dass er die Tasche hinter sich nicht mehr sehen, sodass die Tasche hinter ihm nicht mehr zu sehen ist. Gerissen, du bist einfach zu scharfsinnig. Bei den Geistern, du bist ein Ärgernis. Er schneidet mit der Zunge. Gib mir den Kristall oder ich nehme ihn dir ab. Du darfst ihn dir gerne nehmen, du Narr. Aber ich bin der Retter der Bronzenen Bruderschaft und deine Verfolge sind Staub, den ich unter meinen Stiefeln zerdrücke. Ich wollte zusehen, wie die Geister dich zerfetzen. Aber nun sehe ich, dass das meine Aufgabe ist. Sie wollen, dass ich dich als erstes Opfer darbringe. Er stürzt sich auf dich. Jawohl. Ach, das wird hier wieder sehr schön. Ich bin hier eingesperrt mit dem fucking Havok. Und mit Retemon.
So. Dann machen wir mal mehr Schaden. Und sprechen mal Heilung über Zeit auf Beric. Will do. So, Sirin. Au, Beric. Nicht so gut. Sirin. Hi, Beric. Okay, Retromon ist weg. Das ist schon mal gut. Sirin hat ein Level Up. Ist auch nicht schlecht. I suppose I can do that. Right. That attack didn't work. So, blitz den mal weg. Retemon sinkt hustend auf die Knie. Er blickt zu dir auf, die Augen blutunterlaufen voller Tränen. Wie? Er fragte halbherzig und im Grunde nicht an dich gerichtet. Wie konnte das geschehen? Ich will dich nicht töten, aber irgendetwas muss getan werden. Nein, Retemons Stimme ist so leise, dass du sie kaum hören kannst. Sie haben versprochen, sie haben gesagt. Mit ihrem Wort quillt Blut aus seinen Wunden, er wird bleich und fällt vorne auf seine Hände. Du kannst nicht, er gibt nach vorne um, er ist tot. Entflamme die vier Leuchtsäulen. Noch ein Artefakt. Verteidigung gegen Zauber. Eine Axt des Erstbruders. Emir-Schlüsselstein. Geisterbahnhelm. So, erstmal Sirin. Pumpen wir die Zauberstärke hoch. Und bei Vren schalten wir jetzt Eri der Erinnerung frei. Erinnerungen angreifen, okay. Tötet im Schatten. Steht noch ganz gut da. Lastvorräte brauchen wir nicht gerade. Ich will nicht mit dem Helmbock auf einem Ding eingesperrt sein. Warum? Okay, gucken wir erstmal. Kriegshammer oder Kriegsaxt? Axt des Erstbruders ist sogar besser als das Ding hier. Bei kritischen Treffern. Ziel verschieben und du machst. Kritischer Treffer mit Waffe, Schaden mit Magie, wow. Und hat auch noch ordentliche Rüstungsdurchdringung. Gut, ich denke mal, die beiden Waffen können mal weg. Will ich den Geisterbahnhelm aufsetzen? Ja gut, die Sekunde Erholung, die ist jetzt nicht so wichtig. Die Genauigkeit ist eigentlich das. This will be fun. Fähigkeit Arcana Zerfall habe ich jetzt. Stabiler Stand. Arcana Zerfall. Okay. Grabbogen, Geisterbahnhelm. Sonnenlanze ist auch schon ziemlich hoch. Der Beherzte ist auch schon fast auf Maximum. Und standhaftes Abzeichen auch. Okay. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich mit gegen das Ding da kämpfe, gegen den Havoc, ziemlich viel
Zeug verbrauchen. Right. So. Erstmal will ich gucken, ob ich nicht einfach die Geisterfallen schon auslösen kann. Habe ich jetzt gerade das Richtige aktiviert? Wo ist denn der Fetzen des Gelehrten? Legst du diese Pergament? Nee, das ist das Falsche. Irenz, Notizen, nein. Fetzen einer Schriftrolle des Weisen. Vier Fackelschlüssel Sigilien in einem kompassähnlichen Muster angeordnet. Habe ich jetzt gerade wirklich die Rohrune ans richtige Ende gesetzt? Das wäre nämlich das hier, was ich gerade gesetzt habe. Ja, habe ich tatsächlich. Have a look here. Was haben wir hier? Plus 10 Schaden, minus 1% Gesundheit, wenn Gesundheit über 75... Igitt. Nein, es passiert nichts. Das hat die Tür geöffnet. Yes. Warum hat das jetzt die Tür geöffnet? Da muss jetzt diese gehen. Sag mir nicht, dass das jetzt den Havoc befreit. Das hat den Havoc befreit. Warum hat das den Havoc befreit? I will aid you. Ich habe keine Möglichkeit zu fliehen. So ein Mist, ey. Also, wir lernen, dass die oberen beiden machen die Tür auf. Ich schätze mal, das untere macht die Brücke auf. Will do. Also mache ich mal erstmal die Brücke auf. Da war nämlich grün. Nein. I got it. Sag mir jetzt bitte nicht, wenn ich drei einsetze, lasse ich den Havoc frei. Doch, sobald ich das dritte ansetze, ist der Havoc frei. Okay, erst die Plage weg.